Wenn ich jetzt hier Bier stehen würde auf den Vater- bzw. Männertag ein Bier trinken. So. Und auf die Folge 222. Isä poltti puisen veturin. Se saunapesä tuhkattiin. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben Donnerstag, es gibt eine neue Folge und wir haben auch Donnerstag in-game. Das heißt, an alle Väter an da draußen, an euch schönen Vatertag, an alle anderen einen schönen Männertag. Genießt den Feiertag. Es ist in allen Bundesländern hier in Deutschland ein Feiertag und es ist schönes Wetter. Nicht so wie in der letzten Folge am Dienstag, da war es ja richtig verregnet und kalt. Ging übrigens auch so dem Florian Domen und dem YouTuber Niklas LP. Die haben das mitkommentiert, dass bei denen genauso schlechtes Wetter ist. Schöne Grüße geht schon mal an euch beide. Ist diesmal besser. Aber eine neue Folge trotz Feiertags, trotz Männertages bzw. trotz Vatertages kommt trotzdem, wie versprochen. Das nutzen wir natürlich und wir haben auch noch was zu feiern. Das ist die Folge 222. So, hätte ich jetzt hier ein Bier stehen, hätte ich schon mal auf den Vater. Ey, wir sind überhaupt nicht vorbereitet, ne? Wenn ich jetzt hier Bier stehen würde, auf den Vater- bzw. Männertag ein Bier trinken. So. Und auf die Folge 222. Männertag wird ja immer mit Bier bzw. mit Alkohol gefeiert. Warum auch immer, eigentlich eine ganz schlimme Ansicht hätte, wollte ich sagen, aber das ist auch falsch. Halt schlechte Angewohnheit, genau so. Jetzt gucken wir mal. Ach, siehste, ich habe übrigens wieder natürlich auch Hinweise von euch bekommen und natürlich auch Kommentare. Unter anderem von Lalal, wenn man speichert, ist der Van weg, aber er steht dann beim TÜV und dann hast du ihn immer. So, gucken wir mal. Der ist gut. Gut, der Van ist weg. Wir checken das gleich mal aus. Wir haben ja No-Clip-Funktion. Da können wir mal rüberdüsen. Das nutzen wir gleich mal natürlich zur Folge 222 und quasi zur Vatertagsausgabe. Ich möchte bloß... Okay, wir schwanken jetzt schon nach zwei Bier. Muss mal gucken. Jetzt erkennen wir natürlich nicht, ob... der Onkel da ist. Ich glaube, der soll dann immer hier draußen dann sitzen. Daran erkennt man das. Wollte eigentlich heute wieder immer mal wieder schlafen gehen, aufstehen, gucken, ob er da sitzt. Wenn nicht, wieder schlafen gehen, nächster Tag gucken, ob er da ist. Werden wir heute jetzt nicht so machen. Okay, er scheint auch nicht zu Hause zu sein. Onkel. 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 Gut, der macht keine Tür auf. So, also beim TÜV soll er stehen. Dann süßen wir mal, genau. Wir düsen einfach mal schnell rüber. Und dann schauen wir mal, ob wirklich auch der Schlüssel da ist. Und wird er jedes Mal, wenn wir den benutzt und bei uns zu Hause abstellt und speichert, wieder zurückgesetzt? Ist ja auch relativ komisch. Okay, das sind Böller. TÜV, 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 TÜV. Oh, guck mal. Unsere zwei Partyspasten sind auch wieder da. Malauta. Na moin. Hey, onks tää nyt se Peräjärve? Ja, ja. Ja, ja. Onks tää osaks tää ja, ja. Tehdä ja... No, no. Mitä tää tulee tää promosakkaas tänne? Ja, ja. Ei vittu, ei genau. Vittu jo. Deine Kirche kümmere ich mich noch später. Sei froh, dass ich heute hier zu Fuß unterwegs bin. So, beim TÜV. Da ist der TÜV. Da steht aber kein Van.
Also vom Vorab zum Anspielen, also Offscreen quasi, stand der Van eigentlich noch vor der Tür. Es ist bestimmt ein Tag vergangen, es kann. Hier ist aber kein TÜV. Also hier ist ein TÜV, aber kein Van. Oh Mann. Hallo. Das Hallo kommt zu spät. Kann es da sein, dass der Onkel den einfach wieder sich geholt hat? Das ist ja blöd. So, übrigens, in der letzten bzw. vorletzten Folge habe ich beantwortet, wo jetzt der LKW steht. Da steht er. Bei der Gülle-Entsorgestation. Wie gesagt, da kommen wir aber immer noch nicht ran. Wir haben immer noch nicht den Schlüssel. Wir haben den Schlüssel zum Van bekommen. So, den Van haben wir bei uns zu Hause abgestellt. Jetzt ist er einen Tag später weg. Naja gut, Onkel Gifu oder wie der heißt, braucht den Van zum Männertag. Der haut das Ding mit Bier voll und dann läuft das. Kein Schlüssel dafür. Ach, ich brauche den Schlüssel. So, wie gesagt, beim TÜV. Also bei mir steht er nicht beim TÜV. Vielleicht, wie gesagt, wenn ein Tag vergangen ist, geht das Auto automatisch weg. Was aber irgendwie total irrelevant oder total unlogisch für mich ist. Das müssen wir echt beobachten. Oh Mann. Also, Van ist schon wieder weg. Onkel ist nicht zum Antreffen da. Voll Spasten ohne Ende. Wer läuft denn da? Ja, keine Ahnung. So, Bus ist auch da. Gut, aber hier ist kein Van zu sehen. Wir fliegen mal hoch. Da sieht man es vielleicht besser. LKW steht da. Gut, keine Ahnung. Wo ist der Van hin? Die Fischfalle. Na, wegen der Fischfalle ist noch da. Oh Mann, dieses Spiel, das macht einen verrückt. Wir fliegen mal kurz zum Werkstatt-Fuzzi. Zu Flitawi. Schauen mal, ob da was ist, was ich bezweifle. Welche Zeit haben wir denn in-game? Halb zwei. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht. Nein. Zu welchen Zeiten man den Onkel antreffen kann, ey. Ach ja. Ist schön, dass wir auch den Van gekriegt haben. Wir brauchen aber den LKW. Das Geisterhaus. Das ist übrigens ein Geistgeben. Hab ich mal den Hinweis bekommen. Müssten wir auch mal angucken. So, Schrott, Schrott, Mist. Sein Auto. Auch nichts. Okay. Dann biegen wir hier ab. Ab nach Hause. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. So, dann komme ich gleich zu einem weiteren Kommentar von euch und zwar von der Barfuß. Ja, also hier ist auch kein Van. Der ist weg, warum auch immer. Leider. Gut. So, Loclip ausstellen. Dann genießen wir hier einfach mal. Ach, die Aussicht, nehmen einen Bier und kommen auf den nächsten Kommentar. Nämlich von Barfuß, wie gesagt, ich habe den Van nicht zurückgegeben, aber der ruft einmal an und ist stinksauer und habe seitdem nichts mehr von ihm gehört. Und habe den Schlüssel immer. Beim LKW habe ich das gleiche gemacht. Okay, also da hat das wahrscheinlich auch geklappt mit dem Van. Ich weiß nicht, warum das bei mir nicht klappt. Ich habe immer so ein Glück. So, wir haben es jetzt um 2:15 gleich. Wir könnten ja jetzt noch mal rüberflitzen, was aber glaube ich nicht bringen wird. Siehst du, und den Satsuma wollte ich mal angucken. Die Mesh-Chef oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Datei habe ich mal gelöscht. In der Hoffnung, dass unser Satsuma mal wieder gut aussieht. Schön penetrant, immer klopfen. Hallo. Kein Schlüssel, nichts. Gut, dann müssen wir das halt auf jeden Fall in der nächsten Folge mal im Auge behalten. Dann müsste er rein theoretisch, wenn der Van nicht beim TÜV steht,
musste er ja wieder beim Onkel sein. Da musste er sich den einfach wieder geholt haben. Wie gesagt, die Logik erklärt sich für mich nicht, aber okay. Gut, dann schauen wir jetzt uns mal den Satsuma noch an. Waren schon draußen, aber den Blick haben wir einfach nicht gewürdigt. Warum auch immer. So, ja, das ist doch mal ein Auto. Das ist doch mal ein Auto. Sehr gut, sehr gut. Auch die Stoßstange, die sieht wieder gut aus. Ich frage mich trotzdem, warum die... War die nur zum Klippen? So, denn wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal den Schrauben widmen, was ich ja schon mal in der letzten Folge angeteasert habe. So, wo ist mein Ratschen-Set? Blums, das war klar. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, weil das Auto davor steht. Willst du mich verarschen? Oh. Ein Glück haben wir die No-Clip-Funktion. Mann! Zack, Türe zu, Affe tot. Wo ist das Ratschen-Set hin? Und was ist das? Inspection Cover? Gehört das nicht zum Motor dazu? Beziehungsweise Motorblock? Fragezeichen. Oh. Okay. Zack. 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 So. Ha. Da gucken wir wieder so Schweizer Uhrwerk rein. Hier. Kann das sein? Jetzt sag mir nicht, ich muss den Motor ausbauen. Wieso hat man sowas lose hier drinnen liegen nach so einem Update? Kinders. So. Ne, reinbeugen. Ja, das war nie offen. Das war noch nie offen. Das Problem ist, wahrscheinlich werden wir diesbezüglich den ganzen Motor ausbauen dürfen. Oh nein! Kann man damit ohne fahren? Ich möchte den nicht ausbauen. Ah, das ist doch... Oh, Mann. Gut. Nee, den legen wir mal lieber woanders hin. Bevor der flöten geht. So, ich bin aber immer noch auf der Suche nach meinem Ratschen-Set. Hat man das im Auto? Und nach dem Radarbuster 3000 übrigens auch noch. Haben wir ja mal beim Crash-Test-Video oder Totalschäden-Video... Haben wir den ja durch Zufall gefunden? Da liegt er. Ja, moin. Sehr gut. Den haben wir schon mal gefunden. Zack. Aber das Ratschen-Set. Ich weiß, dass man das... Hatten wir das... Ja, das Ratschen-Set hatten wir... auch nichts. Hatten wir mit dem Wagen von Satana mit, wegen dem Schraubenzieher. Sache nicht, wir haben... Oh, geht, geht. Diese rostige Laube. So, kein Ratschen-Set. Auch kein Ratschen-Set. Hallo? Danke. Sache nicht, wir haben das verloren. Oh, Gott. Das läuft. Gut. Dann nochmal zurück in die City. Dann nochmal zurück. Gibt es hier irgendwas Neues eigentlich? So, alles beim Alten. So. Hauptsächlich waren wir bei Timo.
Also, hauptsächlich waren wir bei Timo hier. Angeber, echt. So. Und hier in der Gegend. Wo hier waren wir, glaube ich, mit dem Traktor, ne? So ein Ratschenset zu finden, würde ja auch ganz einfach sein. Oder würde das Update kommen davor, glaube ich. Hier ist aber kein Ratschenset. Gut, dann einmal noch zur Müllhalde. Orientieren wie so eine Bockwurst hier. Da hinten müssen wir hin. Maximal noch auf der Müllhalde. Ansonsten haben wir schlechte Karten. Wie kriege ich denn das Ratschen-Set wieder? Man konnte es ja bestellen. So. Ganze Müll hier. Aber kein Ratschen-Set. Willst du mich verarschen? Kein Ratschenset. Wie kriegen wir das Ratschenset wieder? Gut, wir düsen erstmal nach Hause. Da lang. Das ist natürlich blöd. So, Home Sweet Home. Zack. Gucken kurz mal im Katalog nach. Das konnte man doch bestellen. Oder täusche ich mich? Genau. Aber kann man nicht nochmal bestellen. Warum nicht? Ach, das ist frustrierend. Frustrierend. Darauf erstmal einmal nehmen wir das mit. So. Erstmal gucken in die Stoßstange. Aber vorher. Wenn, dann bleiben wir schon mal dabei. Kasten Bier mitnehmen. So. Zack. So. Stoßstange hier. Komme ich hier irgendwie rein? Dass du hier die Schrauben. Gut. Dann wie zu Anfangszeiten von My Summer Car. Da die Mod ja nicht funktioniert, die mir die Größen verrät. Halt, Werkstatt. Zack. Versuchen wir mal. Durchsuchen, die passende Größe zu finden. Nein. Das kann dauern. Ich erinnere mich noch, als wäre es wie gestern. Da war schon die Mod mit der, die uns die Größe verrät, natürlich schon sehr hilfreich. So, zack. Warum ist die Schraube nicht fest? Weil niemand dies festgezogen hat. Ganz einfach. Okay. So, die ist schon mal fest. Die kann jetzt erstmal nicht mehr so schnell runterfallen. Dann überprüfen wir diese gleich. Zack. Okay, zack. Ist immer ein bisschen blöd. Wo ist die Ankerung? Das ist von der Lampe. Die ist fest, so wie es aussieht. Warum hat das eine andere Größe? Willst du mich verarschen? Das hat doch eine andere Größe, oder? Wollte gerade sagen, man muss nur treffen. Ich schraube das trotzdem mal lose und jetzt wieder. Ja. Ja. Was? Fest. Sehr gut. So. Wo ist sie? Wo ist sie? Zack. Einmal lose schrauben. Und jetzt. Ja. Ja.
Na, ein Stück. Pest. Huh, das war anstrengend. Okay, das war ein kleiner Schrauben hier, ne? Ist auch echt viel verlangt. Mit diesen kleinen Schrauben so einen ganzen Kotflügel festhalten zu wollen. Eieieiei. So, ich glaube, das war auch relativ eine kleine Größe. Ach, kommst nicht an die Schrauben ran hier, ey. Nein. Ja, so. Zack, 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 zack. Zack. Ich glaube, das bringt nichts viel, aber ich will auf Nummer sicher gehen. Wobei, ich muss gucken, ob es fest ist. Wenn es knallt, dann fällt es eh ab. Ändern kannst du es eh nicht. So, hier war noch eine Schraube, die ist fest. Das sieht gut aus. Okay, dann rufen wir die. Fest. 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 Okay. Was ist uns noch abgefallen? Der Kofferraumdeckel. Scheint aber soweit fest zu sein, auch wenn das irgendwie wegdrückt. Und auf jeden Fall ist es nicht die richtige Größe. Wir brauchen Motivation. Zack. So. Also, vorne hat man den. Ach. Ständig diese Wechsel hier. So. Ach ja, und den Tank wollte ich mir noch angucken. Das zumindest in dieser Folge. So. Nein. Ja. Na, die sind fest. Fest. Ach, schönes Feuerchen zum Vatertag. Eigentlich ist ja Himmelfahrt. So, wie komme ich jetzt am blödsten? Das ist der Tankstutzen. Das ist die Tankwanne. Die wo befestigt ist? Da haben wir Schrauben. Die sehen aber auch alle fest aus. Da können wir bestimmt mit einer größeren. Fest. Fest. Reißt echt die dicken Schrauben ab. Es ist unfassbar. So, die sind auf jeden Fall fest. Wie sieht es mit dir aus? Das sieht auch gut aus. Ganz hier hinten sind ja auch, glaube ich, noch Schrauben. An die komme ich aber so nicht ran. Da war's. Da. Ja, die sind alle fest. Also die reißt es auch definitiv einfach mal beim Crash mit ab. Was mich echt sehr über. Rasch. So, naja, dann haben wir mal ein paar Schrauben wieder überprüft. Zwei konnten wir auf jeden Fall. Gehst du jetzt? Danke. So, zwei konnten wir auf jeden Fall festzerren. Alle anderen haben wir soweit erstmal überprüft. Achso, das können wir eigentlich hier lassen. Oder bevor es weg ist, wir stellen es erstmal hier hin. Wegen diesem komischen Teil müssen wir mal schauen. Also, jetzt den Motor deswegen komplett ausbauen, habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Wieso, weshalb, warum die Abdeckung fällt, ist mir sowieso auch keiner Logik nahe. Aber
Egal. So, wir sind langsam am Ende mit dieser Folge von My Summer Car zur 222. Folge und zur Himmelfahrt, Vatertag bzw. Männertag. Und zum Abschluss trinken wir noch ein Bierchen. Und da habe ich mir noch einen Kommentar rausgesucht. Zumindest hat Alexander Uitz geschrieben gehabt in den Kommentaren, dass er mal mein Safe-Game runtergeladen hat und dass es nicht funktioniert. Lala hat schon mal versucht, mit in den Kommentaren zu helfen, um das Problem herauszubekommen. Irgendwie würde der Download nicht funktionieren oder allgemein funktioniert das Safe-Game nicht, aber leider fehlen die Informationen. Ich habe auch mal in den Kommentaren dazu kommentiert. Leider bis jetzt noch keine Antwort. Lieber Alexander, erstmal schöne Grüße gehen an dich. Du hast auch gewünscht, dass ich dich mal grüße in dieser Folge. Dem komme ich sehr gerne nach. Schöne Grüße gehen raus an dich. Schreib doch mal in die Kommentare, was genau nicht geht an dem Safe-Game. Kannst du es nicht downloaden? Kannst du es nicht entpacken? Oder liegt das Problem, wenn du das in deinem Safe-Game eingefügt hast, dass das irgendwie, ja, was auch immer. Ich weiß nicht, was das Problem geht, außer dass es nicht geht. Es ist schwer, so eine Analyse zu finden, woran das Problem liegt. Also schreibt doch mal bitte in die Kommentare direkt, wo das Problem liegt. So, wir müssen im Sitzen jetzt pullern, weil wir haben zu viel Intus. Und ja, das war eine neue Folge von My Summer Car. Relativ unspektakulär, aber wir haben mal so einiges überprüft. Ein paar Tipps von euch, ein paar Schrauben am Satsuma, der jetzt wieder richtig schön ordentlich aussieht. Wir haben ein loses Teil in der Garage gefunden, was zum Motorblock gehört. Wieso, weshalb, warum auch immer das ab ist, ich weiß es nicht. Wir schwanken, wir sind glücklich. Das war, wie gesagt, eine neue Folge von My Summer Car. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wem du siehst, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Wer es noch nicht gemacht hat, auch gerne ein kostenloses Abo. Damit unterstützt du mich. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die dieses Format hier mit unterstützen, mit kommentieren, mit liken. Und am Ende gibt es noch eine schnelle Grußrunde. Schöne Grüße gehen raus an Lalal, an Barfuß, an Florian Domen, an Alexander Uitz, an Marc Scholz, an YouTuber Niklas LP und an Arne Farm. An euch, wie gesagt, schöne Grüße, einen schönen Feiertag auch an alle anderen. Vielen Dank für die Unterstützung und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ciao! Also ich habe ja viel erwartet, aber das haut mich echt aus der Furche. Ja.